Geht mal jemand ans Telefon? Warum geht denn keiner ans Telefon? Ist ja auch egal, ich kann ja ruhig rangehen. Ich mach ja immer... Ciao, ciao! Ich geh ran! Nein, es ist sicher... Ich geh ran! Hallo? Roll fordert sein Tribut, hä, Bobby? Jetzt mach mal Gymnastik, du schnaufst ja wie ein alter Mann. Ciao, ihr wunderschönen Menschen, hier ist Wayne Lovett, Agent der Stars. I'm young and hot, 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 what do you want, I've got, got, got. Yeah. Schalt den Kurzen ab. Thomas, Thomas, zu laut. Was hörst du da überhaupt? Das ist Rhiannon Riley, young and hot, Nummer 3 diese Woche. Ah, oh, das muss dir aus Neighbors sein. Quatsch, sie spielt nicht den Neighbors, sie kann singen. Ja? Wow. Hast du gesagt Rhiannon Riley? Ja. Das ist die Tochter von meinem alten Drummer Danny Riley. Schon möglich, sie ist 18 und unheimlich sexy. Geht doch gar nicht, sie wurde erst 1973 geboren. Was ist mit dir, Bobby? Du kommst dir alt vor, oder? Ja. Verstehe ich. Ja, ja, aber kein Stress. Bleib so schön, ciao. Ein Gig für heute Abend, Bobby? Ich weiß nicht. Was soll das heißen? Tinas Verlobungsparty ist ein Riesengig. Besonders für dich in deinem Alter. Hey, dein größter Fan wird da sein. Tina? Nein, Tinas Großmutter. Die hat dich in ihrem Altersheim gesehen. Die sabberte noch 4 Tage danach. Sie liebt dich. Sie kleidet sich sogar wie du. Ja, okay, aber ich glaube nicht, Wayne. Gut, dann sag mir einen Grund, einen guten Grund. Ja, guck mich doch mal an. Zwei gute Gründe, zwei gute Gründe. Wie würdest du dir vorkommen, wenn du Dreck wärst? Das habe ich doch nie gesagt. Nein, ich wollte sagen, wenn du weg wärst, Wayne. Weg vom Fenster, weggewischt. Du wischst seit Jahren nichts weg. Habe ich mich je beschwert? Kopf hoch. Du bist nur so alt, wie du dich als Frau fühlst. Gott, 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 Gott. Sag mal, Tracy, hast du zufällig mein Smoking gesehen? Hing er nicht an der Garderobe? Das dachte ich auch, aber da ist er nicht. Wann kommt deine Mom eigentlich? Bald. Ein Freund von mir holt sie in Chauffeursuniform vom Flughafen ab. Sie freut sich so auf die Hochzeit meiner Cousine. Na ja, wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Na ja, vor einem Jahr oder so. Deswegen dachte ich, ein Chauffeur würde ihr Freude machen. Das gefällt ihr bestimmt. Ja, seit Dad tot ist, sind 3 Jahre vergangen. Und sie ist noch nicht richtig drüber weggekommen. Deswegen will ich mich viel um sie kümmern, während sie hier ist. Ja. Ich suche mein Smoking. Oh, ich hoffe, er ist noch da. Thomas hat viel für seinen Stand auf dem Flohmarkt mitgenommen. Hat, 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 gat, gat. Gat, gat, gat. Hat, 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 gat, gat, gat. Gat, 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 gat. Thomas. Gat. Thomas. Mein Smoking. Was ist mit meinem Smoking? Motten? Mom! Noppelchen! Wie geht's dir? Was war mit dem Chauffeur? Und was ist mit deinen Haaren? Oh, gefallen sie dir? Ja, toll, komm. Oh, hallo, June. Hallo, mein Lieber. Ich freue mich, dich zu sehen. Ah, June. Das ist Tracy. Ach, ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Und ich von Ihnen. So, Mama, das sind Bobbys Kinder. Das ist Anna. Hallo? Und das ist Thomas. Und das ist Wayne. Du siehst aber überhaupt nicht wie dein Dad aus. Wir sind nicht verwandt. Er ist eine ganz andere Gattung. Senior Zuckerpuppe. Ich bin Bobbys Agent. Agent ohne Kontakte. Tja, dann mach ich mal Kaffee. Und ich versuche es zu verhindern. Komm, setz dich mal. Mach es dir bequem. Hast du das gehört? Die denkt, ich werde dein Vater, Mann. Na und? Na, das macht mich zum alten Mann. Ach, Kopf hoch, hör endlich auf. Mann, ich hab mir das überlegt. Geh doch einfach nur in die Kirche und vergiss das mit dem Empfang. Es wird ein kalter Abend und du kannst dich erkälten. Es ist aber jemand da, der mich erwartet. Wer? Keith. Keith? Mhm. Welcher Keith? Du erinnerst dich doch an Keith, ein Freund deines Vaters. Du darfst dich aber nicht aufregen, Mann. Das musst du doch noch wissen, Keith und Joycey. Doch, du kennst sie noch. Er war unser Trauzeuge. Ich war nicht bei eurer Hochzeit, Mann. Aber er war bei Tante 60. Das war vor 36 Jahren, da war ich auch erst 2. Oh, dann weißt du also nicht, wer er ist. Nein. Oh, das ist aber schade. Er mag dich nämlich sehr. Jedenfalls kann er mich besuchen an Ostern. Oh, das ist gut. Und hat es Joycey auch gefallen? Oh, Joycey ist doch vor 2 Jahren gestorben. Dann wohl nicht. Ja,
Jedenfalls treffen wir uns nicht deswegen. Wir treffen uns, weil Keith mein Freund ist. Übst du für Tutti Frutti, Ducky? Sehr, sehr komisch. Thomas hat meinen Anzug verkauft und sollte schon längst mit einem neuen da sein. Hey, was hast du, Bobby? Ach, dieser Gig heute. So eine doofe Nichte von Wayne hat eine Verlobungsparty oder sowas. Naja, Geld bringt das doch auch. Ja, aber die wollen mich nur, weil die Oma mich mal gesehen hat und findet, dass ich aussehe wie Willie Nelson. Da, Ducky, hier ist dein Anzug. Danke. Wir können alle Änderungen noch Vielen durchführen. Dank. Ja, es kommt die Zeit. Dann bist du zu alt, um Rock'n'Roll zu machen. Ach, Bobby, das ist nicht wahr. Sieh dir doch Mick Jagger an. Der ist gerade 50 geworden. Mick Jagger ist älter als Bobby? Ja. Unglaublich. Man weiß ja, er hat sich liften lassen. Sieht June nicht fabelhaft aus? Oh, ist es so in Ordnung? Ja, wunderbar, June. Ich glaube, ich gehe jetzt ins Bett. Oh, ganz fantastisch. Danke. Du liebe Güte, wo hast du denn den her? Von Thomas. Naja, er macht ein gewagtes modisches Statement. Mm, er macht ein altmodisches Statement. Oh, du hast leicht reden. Was erwartest du für einen Dollar? Der blanke Wucher. Ach, ist doch gar nicht so übel. Ach, Thomas, konntest du nichts Besseres finden? Was, hätte ich vielleicht $2 ausgeben sollen? Ach nein, es geht schon. Komm jetzt. Keith wartet schon. Wie meinst du das? Na, wie schon? Wir bestellen ein Taxi und er steigt unterwegs zu. Ich dachte, du gehst mit mir zur Hochzeit. Ja, tu ich doch auch, Schatz. Was ist mit Keith? Ich glaube, ich mache uns noch einen Kaffee, Thomas. Nein, ich will keinen. Thomas? Nur wenn ich es verhindern kann. Keith auf unserem Weg. Es wäre dumm, wenn er sich ein eigenes Taxi nehmen würde. Wir haben sicher sehr viel Spaß zusammen. Aber, Mom, ich fühle mich nicht wohl in dem Anzug. Und übrigens passe ich auch gar nicht zu dir. Oh, Moppelchen, ich habe mich so darauf gefreut. Ja, aber ich kann im Taxi nicht neben Keith sitzen. Das ist nicht richtig. Keith geht mit seiner Nichte und ich gehe mit dir. Ja, aber ich will lieber nicht. Oh, also willst du nicht zur Hochzeit gehen? Nein. Anna, willst du zur Hochzeit mitgehen? Oh, na klar, immer. Darf ich? Darf sie? Ja, warum nicht? Oh, das ist ja wahnsinnig. Ich liebe Hochzeiten. Ich bin in einer Sekunde umgezogen. Das glaube ich, wenn ich sehe. Also, was haben wir jetzt vor? Hallo, Dougie. Sind Anna und June noch nicht zurück? Nein, ich hätte mitgehen sollen. Und warum bist du nicht mitgegangen? Ach, was soll's. Wie war dein Auftritt? Ich habe gar nicht gespielt. Warum nicht? Weil der Verlobte nicht aufgetaucht ist. Kein Wunder, dass du nicht singen konntest. Ich hätte schon singen können, nur die alte Oma mit dem Halstuch und dem Stirnband hat immer gebrüllt: Sing für all die Tanten, die ich geliebt habe, Willi. Nimm's nicht schwer, es kommen andere Auftritte. Das glaube ich nicht, Davy. Ich bin passé. Ich weiß nicht. Warum können alte Menschen nicht lernen, dass man auf sich aufpassen muss, wenn man älter wird? Sie sollten nicht in die kalte Nachtluft gehen, da werden sie krank. Ja, wirklich. Warum können sie nicht in Ehren alt werden und nicht versuchen, das zu tun, was sie früher getan haben? Schon gut, Dougie, ich hab dich verstanden. Ich glaube, ich werde ins Bett gehen. Bist du wegen uns wach geblieben? Ja. Oh, wir hatten dort so viel Spaß, Dougie. Das ist schön. Oh, und Keith und deine Mom, die waren nicht zu halten. Du hättest sie sehen sollen. Die haben unheimlich alte Tanzmusik aufgelegt. Du hättest die beiden twisten sehen sollen. Ihr hättet wenigstens anrufen können. Oh. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Oh, Moppelchen. Die Zeit verging wie im Flug. Ich wusste gar nicht, wie spät es ist. Sie muss die ganze Nacht wach bleiben. Ich dachte, sie ist in guten Händen. Nee, das macht mir nichts. Gute Nacht. June, danke für den fantastischen Abend. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Und du solltest auch ins Bett gehen. Du übernimmst dich. Oh, ich bin nur hergekommen, um Anna unversehrt zu Hause abzuliefern. Jetzt gehe ich wieder. Wo gehst du hin? Zu Keith.
Oh, das ist toll, Mann. Das ist ganz toll. Du bist das Abbild deines Vaters, wenn du wütend bist. Schön, dass du dich wenigstens an sein Gesicht erinnerst. Was möchtest du mir damit zu verstehen geben? Ach, gar nichts, Mom. Geh und mach dich weiter zum Narren. Oh, was soll das schon wieder heißen? Wieso mache ich mich weiter zum Narren? Kannst du mir das mal sagen? Durch solche Kleider. Die ganze Nacht tanzen, hinter Männern her sein. Als ob du... Was? Als ob du noch jung wärst. Ich bin noch so jung, dass mir das Leben Spaß macht. Jedenfalls hat Keith mich noch auf ein Gläschen zu sich eingeladen. Und wenn Keith noch etwas mehr als ein Gläschen möchte? Und wenn ich das will. Ist das Jim Morrison? Der ist tot. Ah, der gute alte Roy Orbison, hm? Der ist tot. Ah, AC/DC. Na, da ist wenigstens was dahinter. Bon Scott ist auch tot. Bobby, hör auf, ja? Du machst dir selbst miese Laune. Also spiel was Leichteres. Ja, ist gut. Spiel das Album von den Carpenters. Gut, mach ich. Wo finde ich es? Unter K. K wie Karen? K wie Kacke. Hey, Bobby, was war gestern Abend mit dir? Du kostest mich eine Menge Kohle. Du läufst weg von Dinas Verlobungsparty, ich kann's nicht fassen. Ach, was soll's, Mann? Was soll's? Ich bin Dreck in Tinas Augen. Ich verspreche einen internationalen Star. Und du haust ab. Bobby Rivers ist kein internationaler Star mehr, Wayne. Ich weiß, ich hab gesagt, du wärst Willie Nelson. Ja, danke, das war sehr nett von dir. Das war ganz leicht. Die sprechen nur Italienisch. Du Gast wäre das Fünffache von deiner normalen gewesen. Wayne, haben die wirklich gedacht, ich wäre so alt wie Willie Nelson? Natürlich nicht. Ich hab gesagt, du siehst älter aus, weil du krank bist, gut, hä? Ach, du bist ein herzlicher Dank. Du bist undankbar. Dagi, was ist los mit Old Man Rivers? Der fühlt sich alt und nutzlos. Ja, aber warum ist er deprimiert? Ein wenig Mitleid hast du wohl nicht, Wayne. Quatsch, ich bin das Mitleid persönlich. Apropos Altertum, wo ist deine Mom? Sie hat die Nacht bei einem Freund verbracht. Keith. Sie verbringt die Nacht mit einem Mann? Ja. Er heißt Keith? Ja. Geil, Mom. Na, das überrascht mich eigentlich nicht, Dagi. Ich habe ihr das gleich angesehen, die neuen Kleider, die neuen Haare. Ich wusste, sie ist hinter etwas her. Eine Marito. Ein Schaf? Ein Marino-Schaf? Nein, ein Ehemann. Ein Ehemann? Ja, ein Marito. Ja? Dagi, ich weiß doch, wie Frauen vorgehen. Wie hätte ich die aufgestellten Fallen sonst umgehen können? Ich dachte, du gehst ihnen einfach auf den Wecker. Ja, manchmal muss ich das tun, um sie fernzuhalten. Ich bin ein Profi. Sag mal, du glaubst wirklich, dass Mom noch mal heiraten will? Na, glaub mir. Und du willst, dass deine Mama glücklich ist, oder? Nein. Oh, ja. Gestern Abend war ich scheußlich zu ihr. Und das bereust du, hä? Ja. Jetzt warte mal. Warte doch mal. Der helle Wahnsinn hat Wayne da einen Geistesblitz. Du schmeißt ihn in eine Verlobungsparty. Ich weiß, wo es einen guten Kuchen gibt und der ist auch billig. Eine Überraschungsverlobungsparty? Oh, Dagi, eine geniale Idee. Das Timing ist perfekt. Tinas Verlust ist unser Gewinn. Wayne, ist das wirklich für eine geniale Idee? Oh, sie ist fantastisch. Ich kann alles für dich arrangieren. Mag das glückliche Paar Willie Nelson? Das weiß ich nicht, Wayne. Ach, das macht überhaupt nichts. Hör zu, wir machen es heute Nachmittag, bevor der Kuchen alt wird. Wayne, glaubst du wirklich? Schicks werden akzeptiert. Ciao, bleib so schön. Hallo? Oh, Keith. Hier ist Doug. Ja, ich freue mich auch, wenn wir uns wiedersehen. Keith, komm doch einfach heute Nachmittag her. Was? Was? Oh, ja, ja, ist gut, Keith. Wiedersehen. Oh, schon wieder ein Gemüsewerbespot? Nein, Press, das war Keith. Er fährt heute noch nach Übersee. Oh. Und jetzt wird er Mom nicht mehr sehen.
Tja, wie bringe ich ihr das bei? Das bricht ihr das Herz. Oh. Mom! Hallo, Lieber. Bist du immer noch wütend auf mich? Nein, Mom. Komm doch in die Küche. Ich mach dir einen Kaffee. Ach, das haben wir doch schon alles besprochen. Ich bin doch keine Greisin. Ich will nur mit dir reden, Mom. Oh, hallo, Jim. Oh. Entschuldigt mich. Setz dich, Mom. Ja, und wo ist das glückliche Paar? Dad redet mit seiner Mutter allein. Zuckerpuppe. Du, widersetz dich nicht dem Wayne. Ist auf Party programmiert. Zuckerpuppe, was sagst du? Wir köpfen diesen Spumante und trinken ihn auf uns. Warum köpfen wir den Spumante nicht auf deiner Glatze? Du hast gesagt, du wolltest mir etwas mitteilen. Was war das? Na ja. For they are jolly good fellows, for they... Wo haben sie ihren Mann? Wayne. Na, Keith. Also, wo ist ihr Zukünftiger? Oh, er hat sie versetzt. Oh, das ist ja furchtbar, Senior Zuckerpuppe. Ich weiß, wie das ist. Das war dasselbe bei Frank und Tina. Auf diesem Balance ruht ein Fluch. Wayne. Schon gut, Dagi. Ich zieh die Balance von den Kosten ab. Bleib so schön. Ciao. Oh. Was hat das zu bedeuten? Wayne bringt alles durcheinander, Mom. Du und Keith. Das ist vorbei. Ja, man könnte sagen, es ist vorbei. Nein, das aber... könnte man nicht sagen. Es ist so, ich sprach vorhin mit Keith. Er will überhaupt nicht heiraten, Mom. Er fährt nach Übersee. Ich weiß. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich verstehe, dass du... Du weißt es? Wer hat dir je etwas über heiraten gesagt? Ich dachte nur, die neue Frisur, die neuen Kleider... Oh, das ist doch nicht alles für Keith. Naja, nicht nur für Keith, das ist doch für mich. Also wusstest du es schon? Ja, und deswegen wollte ich noch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen. Sag mal, was erwartest du eigentlich von mir? Dass ich da sitze und warte, bis ich zu deinem Vater gehen kann? Oh, natürlich liebe ich deinen Dad noch. Ich hätte das gestern Nacht alles nicht sagen sollen. Ich wollte nur, dass du auf dich aufpasst. Und das mache ich auch. Als du vor 2 Jahren krank warst, hatte ich Angst um dich, Mann. Ich auch. Aber deswegen faulenze ich jetzt nicht herum und fühle mich alt. Ja. Oh, Moppelchen. Bobby? Bobby! Hier ist was Heißes zu trinken für dich. Danke. Möchtest du vielleicht, dass ich dir eine Decke über die Knie lege? Es wird ziemlich frostig. Ja, das wäre nett. Wir wollen doch nicht, dass du dich erkältest, oder? Das könnte etwas sehr Hässliches für dich sein in deinem Alter. Ich bin nicht so alt, klar. So, natürlich nicht. Was wirst du sein? Nicht älter als 50. Ich bin 41. Oh je. Bist du sicher? Ja. Komm her, Bobby. Wir bringen dich jetzt rauf ins Bett, ja? Ich kann immer noch selber laufen. Okay, bleib hier. Ich mach dir das Spider-Man-Video an. Das gibt dir das Gefühl, als würdest du wieder leben. Das ist eigentlich nicht so sehr mein Ding. Was, am Leben zu sein? So schlimm bin ich also, hm? Ja. Ja. Komm, jetzt hören wir uns ein bisschen Musik an. Ja, gut. Ich spiele ein Leonard Cohen-Album, ja? Nein, wir gehen aus in einen Club. Aber June, ich... Also gut, aber ich bin nicht dafür angezogen. Nein, du gehst genau so und man wird denken, du bist groovy. Komm jetzt, Doug. Warte mal, ich habe ja gar kein Geld. Es ist meine Einladung. Und Mom, den Jungs im Club wird nicht zugezwinkert. Mann, das ist ja ein Spießer, was?